Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, in mir täuschen sich alle. Und dieses Thema ist ein Wunschthema. Ihr habt euch das gewünscht, ermittelt bei www.nachtlager.de. In mir täuschen sich alle. Also, ich möchte gerne mit Leuten reden, die in sich etwas tragen, was die Umwelt oder was auch die ganz nahen Leute um ihn herum überhaupt nicht erahnen. Also, ich möchte gerne mit Leuten reden, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen, die ein Doppelleben haben, die Dinge tun, worüber andere, die ganz nahen Freunde oder auch der Partner, die Partnerin, sehr erstaunt oder vielleicht sogar sehr entsetzt wären, wenn sie es denn erfahren würden. In mir täuschen sich alle. Telefonnummer 0800 220 5050. Faxnummer 0800 220 50 51 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Und ich bin gespannt jetzt auf den ersten Anrufer. Und der erste Anrufer heißt Christian. Und er ist 25 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Abend, Domian. Hallo, Christian. Also, es geht um Folgendes bei mir. Ja, in dir täuschen sich die Leute also. Ja, weil ich ein für sich ein sehr humaner und sozialer, netter Mensch bin. Und mit mir kann man auch Pferde stehlen. Nur wenn man mich reizt, also meine Gutmütigkeit auch ausnutzt, dann ticke ich irgendwann total aus und sehe nur noch rot. Der mir was angetan hat, also der kann froh sein, wenn er dann im Krankenhaus aufwacht. Das ist schlimm bei mir. Das klingt ja dann nicht mehr witzig und nicht mehr irgendwie spaßig, sondern sehr ernst. Ist es auch nicht. Ja. Das heißt, du kannst unter Umständen richtig schlimm austicken. Ja. Wie oft bist du schon so schlimm ausgetickt? Gott sei Dank erst 3-mal. Ja. Aber das reicht schon. Mhm. Aber dann passt das ja nicht so ganz mit unserem Thema. In mir täuschen sich alle. Einige wissen, ja gut, die meisten täuschen sich vielleicht in dir, aber einige wissen das dann ja, dass du auch zu ganz anderen Dingen fähig bist. Ja, aber das Problem ist, ich rufe an, weil ich dich auch um Rat bitten wollte, wie ich diese schlimme Seite bei mir beseitigen kann. Lass uns mal ein bisschen eingehender über diese schlimme Seite reden. Du sagst, 3-mal ist es passiert. Normalerweise bin ich ein freundlicher Typ, man kann alles mit mir machen, aber wenn man mich reizt. Beschreib mal einen von diesen 3 Vorfällen, was da vorgefallen ist. Also ein Vorfall ist mit einem Arbeitskollegen von mir passiert. Ich bin Gärtner und wir haben einen Spielplatz aufgebaut, einen Sandkasten, und der hat mich also mit Sand beschmissen, mutwillig, und ich habe ihn also wirklich 3-mal höflichst ermahnt. Was ja eher Spaß war von seiner Seite aus wahrscheinlich. Ja, wir haben uns ja auch nicht so gut verstanden und er dachte halt, er müsste mich dann reizen. Und beim 4. Mal habe ich dann wirklich alles liegen lassen und bin sofort auf den draufgesprungen und habe ihn also richtig arg verletzt. Ich habe lange Fingernägel gehabt und habe seinen Arm zur Fassung gekriegt, wollte erst reinbeißen und ich hätte in meiner Wut wirklich ein Stück rausgebissen, habe aber dann meine Fingernägel in den Rein gebohrt und bis ganz unten runtergezogen. Und der hat richtig arg geblutet. Aber was hast du denn für Fingernägel gehabt? Das waren ja dann Hammer-Fingernägel. Ja, so wie eine Frau halt, so halt nicht geschnitten. Ja. Und, ist als Gärtner nicht so vorteilhaft, ne? Nur nebenbei bemerkt man eben. gut, da, also nicht gut. Der Mann war geschockt und verletzt. Ja, und 2 Arbeitskollegen mussten mich wirklich zurückhalten, weil ich sonst aber was für weiter auf den Hoffnung habe. Was für eine seltsame Angriffsform, sich auf jemanden anzustürzen und mit den Fingernägeln dessen Arme... Ich kam nicht mehr anders an den ran. Wie, du kamst nicht mehr anders an den ran? Der hat mich also im Clinch gehabt. Ach so. Also du hast ihn angegriffen, aber er hat sich dann dennoch gut wehren können. Richtig. Und das war aber wiederum deine einzige Form, sich zu wehren, so reinzugehen. So, ein anderes Beispiel noch. Anderes Beispiel, einen anderen Kollegen, der hat mich auch gereizt und habe ich einen Knüppel in die Hand gekriegt und habe also arg aufgeschlagen auf den Rücken. Der hat hinterher auf dem Boden gelegen und hat gar nichts mehr gemacht. Und wie schwer war er verletzt?
also gebrochen hat er nichts gehabt, nur halt jede Menge Blutergüsse. War er im Krankenhaus? Ja. Mhm. Deswegen, ja. So, das dritte Beispiel? Das dritte Beispiel ist mein Nachbar, der, mit dem verstehe ich mich auch nicht so gut, weil halt jünger wie ich und meint, er müsste immer einen auf Larry machen. Und er sagte auch, mit dir kann ich eh machen, was ich will, du willst mich eh nicht schlagen. Und ja, jetzt hat er halt was in meine Haustür reingeritzt. Und ich habe so einen Gummiknüppel zu Hause. Mhm. Und damit habe ich ihn halt auch ordentlich verdrescht. Was hat er denn in deine Haustür reingeritzt? Arsch. Arsch. Also dreimal bisher nur, Gott sei Dank. Ja, aber das ist halt, ich habe Angst vor mir selber in der Hinsicht. Das sind Momente, so habe ich dich jetzt verstanden, wo du in der Sekunde nicht Herr deiner selbst bist. Richtig. Wo du wirklich ausrastest und du vielleicht sogar die Sorge hast, dass du irgendwann da mal was sehr Schlimmes tun könntest. Dass du richtig, ich habe Angst davor, dass ich irgendjemand, wenn ich mich da nicht mehr zusammenreißen kann und auch keiner da ist, der mich zurückhält, dass ich denjenigen totschlag. Ja, oder schwer verletzt. Ja. Diese drei Fälle, von denen du jetzt gerade erzählt hast, in welchem Zeitraum sind die passiert? In den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten fünf Jahren? Der letzte liegt ein paar Tage her. Ja, und der erste? Der allererste, der hat angefangen auf eine Jugendfreizeit. Da warst du wie alt? 13. Ach so, also... Ich komme auch aus einer sehr zerrüttelten Familie. Sehr verteilt so auf dein Leben. Ja. Auf die letzten Jahre zumindest. Immer ohne Alkoholeinfluss. Ja. Alkohol spielt keine Rolle. Ja. Irgendwann bricht einfach nur der Jähzorn durch. Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich ein ganz normaler Mensch. Da ist irgendetwas in dir, tief in dir. Was bitte? Was dann aufkocht und dann hängt. Ja, genau. Ja, es ist wie ein ruhiger Vulkan, der irgendwann dann mal rausbricht, wenn solche Dinge passieren. Ja, und das hat natürlich irgendwie und wahrscheinlich sehr komplex und kompliziert zu tun mit Dingen, die du nicht verarbeitet hast, die von früher stammen, die aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, weiß ich, vielleicht auch eine Veranlagung sind. Also in der Familie sind schon ziemlich viele Sachen vorgefallen, mit denen ich nicht fertig werde. Ja, ja. Zum Beispiel meine kleine Schwester wurde sexuell missbraucht, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ja. Dann mein Bruder ist in der Psychiatrie, mein jüngerer Bruder. Also schon zerrüttete Verhältnisse, die natürlich ihre Spuren auch bei dir hinterlassen haben. Mhm. Jetzt sage ich dir mal, erstmal finde ich sehr gut, dass du das so selbst so siehst und dass du dich mehr oder weniger selbst auch irgendwie als eine Gefahr da auch wahrnimmst. Was ich sagen muss, ich habe bis jetzt noch keine Frau geschlagen und das werde ich auch nicht tun. Mhm. Da gehe ich lieber dann vor die Tür und so, das ist ja, der erste Schritt ist, dass du das selbst so siehst, selbst wahrnimmst und du auch formulierst hier, da ist etwas in mir, das ist mir selbst unheimlich. Mhm. Ne? So. Der zweite Schritt ist jetzt etwas dagegen zu unternehmen. Und da kann ich dich jetzt nur weiterverweisen, weil ich bin kein Psychologe. Mhm. Das muss ein Psychologe machen. Mhm. Und ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt mal weiterredest. Ja. Und in dem Gespräch werden sicher auch noch einige Ideen aufkommen, die der Johannes entwickeln wird, das ist mein Psychologe heute Nacht, wie du dich in der nächsten Zeit verhalten sollst, was du tun sollst, wohin du gehen sollst und so weiter. Okay. Ja, du legst auf, der Johannes ruft dich an. Und mach weiter so. Dankeschön, Christian. Und schon vielen Leuten geholfen. Dankeschön, Christian. Tschüss. Tschüss. So, unser Thema heißt, in mir täuschen sich alle. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die nach außen hin ganz anders wirken, als sie vielleicht innen sind. Die, oder nicht nur innen sind, sondern die auch ganz andere Dinge tun, als die meisten Menschen sich vorstellen, die ein Geheimnis mit sich tragen, die vielleicht sogar ein regelrechtes Doppelleben haben und über Jahre hinaus etwas heimlich tun, was so die Umwelt oder vielleicht auch die nächsten Menschen überhaupt nicht erahnen. Und wenn die es wissen würden, würden die vom Glauben abfallen, vielleicht. Also, mit solchen Leuten möchte ich gerne reden. In mir täuschen sich alle. Unser Thema heute Nacht 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. 15 Jahre alt ist sie erst und ist jetzt bei mir und heißt Alexandra. Guten Morgen. Hallo. Alexandra, hallo. Schön, dass du da bist. Aha. Ja. Du hast zu dem Thema angerufen. Mhm. Inwiefern täuschen sich denn die Leute alle in dir? Ja, also ich tue immer so so glücklich und so und immer wenn ich mir irgendwie schlecht geht, setze ich ein Grinsen auf oder so und bin einfach so, jeder denkt, dass ich total das offene Mädchen bin und so,
Aber innen drin bin ich eigentlich so total voller Hass und so Traurigkeit und so. Und ich kann zum Beispiel auch nicht vor einem weinen oder sowas. Voller Hass? Ja, weil... ich erzähle das mal so ganz kurz. Meine Mutter ist Alkoholikerin, psychisch krank. Ja. Und mit 4 bin ich dann von ihr weggekommen. Ich weiß nicht, also daran kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber wir waren auch betteln, wir haben auf der Straße gelebt und so. Und mein Vater wollte mich nicht. Und dann kam ich in eine Pflegefamilie, habe ich 8 Jahre gelebt und da ging es überhaupt nicht. Ich habe sozusagen von meiner Pflegemutter den ganzen Hass, so weil sie nicht meine Mutter war oder so, gemacht. Also dort ging es wirklich, wirklich hart so. Und dann kam ich in ein Heim, bin ich aber rausgeflogen und da ging das erst so alles so los, dass es überhaupt nicht mehr so klar kam. Und dann kam ich so an in ein anderes Heim und dann, da konnte man aber nur kurz leben. Das war so ein, wenn dann bist ein anderes Heim so. Ja, ja. Und dann kam ich in das Heim, da habe ich auch das erste Mal so 3 Jahre dann oder 2 Jahre gelebt. Wobei, mittlerweile sind wir doch eigentlich bei deinem 15. Lebensjahr angekommen, wenn ich das mal so schnell mitrechne. Du bist immer noch in einem Heim. Nee, jetzt raus. Dann hat es nicht geklappt, dann wollte ich auch weg wieder und dann hatte ich mit meinem Jugendamt ein Gespräch und das hat aber gesagt, nee, das geht nicht. Wo lebst du denn jetzt im Moment? Ich lebe im Moment in Estland. Wo lebst du in Estland? Das sind auch Pädagogen, da habe ich dann aber eine eigene Wohnung, die leben nur 5 Minuten von mir entfernt und da soll ich über mich nachdenken. Nein, du lebst nicht in Deutschland im Moment? Nee, im Moment nicht. Du lebst in Estland, da ganz hoch im Norden? Ja. Und kannst uns da sehen oder hören? Ja, ich habe deutsches Fernsehen. Ach, das ist ja schräg. Ich sehe das ja nicht. In Estland kann man uns auch sehen. Ja. Schönen Gruß nach Estland. Und bist da in einer Betreuung oder wie? Nee, sozusagen. Aber ich wohne ganz alleine da und mache per Internet meine Schule. Na, das ist aber eine abgefahrene Sache. Aber du musst doch noch in irgendeiner Betreuung sein, in der behördlichen Betreuung. Ja, da wohnen sozusagen auch Pädagogen und so. Sind das Deutsche? Der Mann ist Deutscher und seine Frau, die ist Russin, kann aber perfekt Deutsch. Warum bist du nach Estland gekommen? Es kamen schon viele Problemkinder so nach Estland, weil die können da gut nachdenken und so. Und da sind auch Pädagogen immer ganz weg, so von dem ganzen Rummel und so. Verstehe. Jetzt wohne ich hier schon. Ungewöhnliche pädagogische Maßnahme, von der ich noch nie was gehört habe, dass man die jungen Leute nach Estland schickt. Gefällt es dir denn in Estland? Ja, so ganz gut. Ich habe hier auch welche kennengelernt und so, sonst würde ich das hier gar nicht aushalten. Aber mir wären jetzt so richtig viele Sachen klar. Also es hilft schon, aber es tut auch so weh irgendwie. Ja, also das hat schon einen tiefgründigeren Hintergrund, dass man euch dahin schickt. Nämlich, dass das ist ja auch nicht bei jedem so, das ist nur bei diesem besonderen Heim, weil die Menschen da kennen hier in Estland. Verstehe. Aber zum Anfang deines Anrufes zurückzukommen, nach außen hin freundlich, nett? Ja, also irgendwie, ich tue immer die Harte und so und mich kann keiner verletzen. Ich setze sozusagen Schutz vor mir sozusagen. Aber das ist mir jetzt aber ganz einleuchtend, Alexander, wenn du mir jetzt in den paar Minuten so deine Lebensgeschichte umrissen hast, ist mir schon klar, dass du da hast vieles wegstecken müssen als Kind und auch als junges Mädchen. Dass das nicht so ganz einfach alles an dir vorbeigegangen ist, ist mir klar. Und ja, aber ich möchte auch gerne so offen sein und so. Ich möchte auch mal zeigen, dass ich irgendwie auch so, wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich das auch zeigen. Aber ich setze da ein Grinsen auf und tue die ganz harte. Ich finde ganz wichtig, dass dieses, was du gerade gesagt hast, da ist so viel Hass in mir, dass der Hass wegkommt. Weil Hass ist immer schlimm, wenn man... Hass ist das Allerschlimmste, glaube ich, was man in sich tragen kann. Also jetzt ist das schon besser geworden, aber ich misstraue auch irgendwie jeden Menschen. Und ich habe auch mit der Pädagogin letztens gesprochen und die hat mir so viel gesagt, was mir auch selber sehr viel klar wird, so dass ich zum Beispiel richtig Menschen verletzen kann, weil ich hole die Menschen sozusagen an mir ran, sozusagen. Ja. Und dann bin ich auch ganz nett und habe auch ein gutes Verhältnis und so mit denen. Und dann stoße ich sie auf einmal weg. Und alle sagen auch zu mir, ich verletze so doll, weil ich weiß irgendwie ganz genau, wie ich den Menschen verletzen kann und so. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil ich den Eindruck habe, dass du dich, obwohl du erst 15 Jahre bist, schon sehr scharf beobachtest. Ja, tust du, das ne? wird hier auch so. Ja, klar. Ne? Und dass du schon auch eine Ahnung hast, wo so die Schwachstellen sind bei dir. Ja, ich denke mal, kommt bestimmt noch mehr, aber... Ja, aber das ist immer die beste Voraussetzung, dass man sich verändert. Und wenn du da jetzt so habe ich den Eindruck jetzt auch gewonnen, dass du da in recht guten Händen bist.
ja. pädagogisch, psychologisch, ist das ja eigentlich schon mal eine gute Entwicklung, ne? Ja, aber ich möchte gern wissen, wie ich so, das zum Beispiel, ich war auch schon mal bei Psychologen und denen habe ich Geschichten erzählt, die gar nicht viel über mich stimmen. Mhm. Ich habe dann, ja, mein Leben ist toll, nur meine Betreuer regen mich auf und so. Ich kann keinem zeigen, dass ich schwach bin. Ja. Pass mal auf, Stichwort Psychologe. Ich habe ja einen Psychologen, das weißt du ja, ne? Mhm. Ich würde gerne, dass du mit dem Johannes, meinem Psychologen, jetzt noch eingehender und auch in Ruhe redest. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch so ein paar Impulse von ihm kriegen. Ja. Ich wünsche dir, dass du da in... Wie lange wirst du bleiben? Wirst du doch bleiben? Ein Jahr, oder dass ich meinen Schulabschluss habe. Ja. Aber den mache ich auch im Moment nicht. Ja, das wäre aber auch ein gutes Ziel, dass du das schaffst. Weißt du, ne? Ja, und ich wollte noch eins sagen, seitdem ich hier so bin, gucke ich das immer bei dir und ich wollte sagen, dass es ganz, ganz toll ist. Das ist sehr nett von dir, das freut mich, dass du sagst. Dann sage ich jetzt erstmal schöne Grüße nach Estland, grüß die anderen auch, sofern sie mich kennen, oder wenn sie mich nicht kennen, grüß sie auch. Du legst auf und der Johannes ruft dich an. Mhm. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In mir täuschen sich alle. Thema bei uns heute und dazu hat auch angerufen die Sabine und die Sabine ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine. Ja, mein Problem ist, ich bin transsexuell und ich bin im Juni auch operiert worden. Und ich lebe aber nach wie vor noch in meiner alten Rolle beruflich. Also du lebst als Mann noch? Beruflich. Ja, meine Vornamensänderung, alles ist gelaufen. Operation auch gelaufen? Operation ist auch gelaufen. Im Juni, das ist noch nicht so ganz lange her, ist die Operation gut gelaufen? Alles ist sehr gut verlaufen, ja. Also von Mann zu Frau? Ja, genau, ist alles sehr gut verlaufen. Ich habe auch die Hormontherapie alles gemacht und es ist mir also seit dem Zeitpunkt sehr gut gegangen, so jetzt von der psychischen Seite. Bist du mit dir, wenn du nackt vorm Spiegel stehst und dich anschaust, bist du zufrieden mit dir? Absolut. Ja. Das ist eine Lebensqualitätsverbesserung, die ganz... ich stelle mir das bei Transsexuellen immer ganz irre vor, wenn die Leute operiert worden sind. Ja. Und diesen ersten Moment, wo die Verbände unten abgenommen werden, wenn man zum allerersten Mal dann quasi das neue Geschlechtsteil sich anschaut. Ja. Ich stelle mir das irrsinnig spannend und aufregend vor. War das bei dir auch so? Das ist nicht ganz so, denn ich sag mal, das ist durch die Operation alles sehr verquollen. Ja. Und das Blut unterlaufen und so. Und das ist ja auch dann sehr schmerzhaft. Aber naja, das ist also, es ist aber eine, heute hat sich das ja alles sehr stark normalisiert. Ja. Und das ist also eine unwahrscheinliche Befreiung. Das glaube ich. Problem ist halt nur, ich lebe dann eben am Wochenende in meiner Wohnung. Mhm. Und ich habe da auch einen neuen Freundeskreis, ich bin da eben auch so bekannt. Ja. Und teilweise wissen die Leute das gar nicht, meine Vergangenheit. Ich will das auch nicht mehr erzählen unbedingt. Also ich muss halt immer wieder zurück wegen meines Berufes. Mhm. Du hast deine Wohnung gewechselt auch, gegenüber früher. Ja, ich habe die alte Wohnung im Prinzip auch noch. Ja, aber eben auch einen neuen Kreis aufgebaut, wie du es gerade gesagt hast. Da bist du die Sabine halt. Und niemand oder die wenigsten ahnen, dass du auch noch ein Mann mal warst. Genau. Vom Körper her. So, was machst du beruflich? Ich bin in einem Dienstleistungsbereich, wir arbeiten im Computerbereich und... Aber das ist doch Wahnsinn. Jetzt bist du operiert. Ja. Du bist eine Frau. Du bist sogar vom Pass her eine Frau. Mhm. Ist so, ne? Ja, das ist so. Alles. So, dann, und dann ziehst du dich morgens, klemmst dir die Brüste platt. Ja. Und gehst also, der ist durch die Laserbehandlung fast ganz weg. Ganz weg. Also fällt das den Arbeitskollegen nicht auf? Hier, hey, mit ihm stimmt doch was nicht? Ja, viele Leute haben die Veränderung bemerkt. Da ich aber auch in einem extrem stressigen Bereich arbeite und ich halt auch letzter Zeit krank ausgesehen bin, hat sich da so eine gewisse Erklärung auch gegeben, warum ich mager geworden bin. Also man denkt, also Stress und leichte Erkrankungen und so. Ja. Stelle ich mir irre belastend vor. Ja, das ist auch irre so. Belastend. Und die Psychologen haben mir auch gesagt, dass ich das auf Dauer nicht aushalte. Wie machst du das denn, lass mich noch zum Alltag fragen, wie machst du das beispielsweise mit den Haaren? Du hast als Sabine eine weibliche Frisur vermutet. Eine Kurzhaarfrisur, ja. Ach so, eine Kurzhaarfrisur. Das heißt, du kannst dich schnell dann in Paul umändern oder so. Ja, das kann ich relativ einigermaßen gut, wobei gerade heute bin ich auch angesprochen worden. Jemand hat mich längere Zeit nicht gesehen und hat mich zunächst nicht erkannt. Mhm. Ja klar, wegen der Veränderung so im Gesicht und dann halt auch wegen meiner Haare.
die ich dann so zurückkäme und das alles... Aber die Brüste kannst du kaschieren? Das kann ich noch kaschieren, aber ich gehe nächste Woche wieder zur zweiten OP und dann wird das auch noch etwas aufgebaut. Dann weiß ich nicht, dann wird mein Leben noch schwieriger werden. Jetzt frage ich dich, warum du das deinem Arbeitgeber nicht sagst? Weil ich das bis jetzt nicht geschafft habe. Ich habe also ziemlich große Kredite noch im Laufen. Ich bin nach wie vor noch verheiratet. Ich habe die Scheidung nicht geschafft bis jetzt. Mhm. Und ich habe also sehr große und ich habe auch noch zwei Kinder. Das heißt, du hast Angst, dass du rausfliegst und ohne Kohle herstellst. Und im Moment verdienst du gut und ist ein guter Job. Ich verdiene gut, ja. Klar. Ja. Und was ist dann, klar, ist auch ein sehr stressiger Job. Ist die Befürchtung denn begründet? Oder würdest du sagen, ich kenne den Chef, also den Hauptvorgesetzten so gut, ich könnte einschätzen... Ich bin mitbeteiligt an dem Unternehmen, dann müsste ich das ja im Grunde genommen auch den Leuten alle erklären, auch den, ich sag mal, unserem Kundenkreis. Mhm. Aha, du bist mitbeteiligt. Ja. Das heißt, so einfach könnte man dich gar nicht rausschmeißen. Das nicht, aber es gibt viele Möglichkeiten des Mobbings und so weiter. Weil du Angst hast, die anderen könnten sagen, hier, das ist kundenschädigend, das ist geschäftsschädigend, weil du über die Kunden da irgendwie pikiert reagieren oder so. Ja, genau so. Aber da bist du ja in einer ungeheuren Falle jetzt im Moment. Ja. Du hast diesen großen Schritt gewagt der Operation, was ja eine schwerwiegende Entscheidung ist. Du sagst, du warst verheiratet, ich erahne ja, was für Phasen und Dramen du auch hinter dir hast. Ja. Und jetzt musst du dann doch wieder tagsüber in diese verhasste Rolle reinschlüpfen. Ja, ich habe das teilweise, kann ich das so machen, dass ich auch von zu Hause aus arbeite. Mhm. Und das versuche ich dann so zu machen, dass ich dann eben möglichst das Wochenende ein bisschen versuche auszudehnen und dann von meinem neuen Zuhause aus arbeite. Mhm. Und wie gesagt, da kennt man mich so. Ich habe ja auch die Krankenkassenkarte, alles ist ja geändert. Aber die Therapie ist ausgelaufen, die Krankenkasse zahlt keine weitere Therapie. Mhm. Aber kriegen die in deiner Firma, in der Personalabteilung, dass dich auch irgendwie mit über die Krankenkasse oder... Wir sind ja nur eine kleine Firma und da fällt sowas nicht auf, wir sind ja nur drei Leute. So, jetzt willst du aber die Brüste auch noch aufpeppen lassen. Ja, weil das, ich sag mal, es ist, also am Wochenende, wenn ich dann... Ja, wenn ich mich halt dann vom Spiegel nackt sehe, das ist gefällt dir nicht zu ersetzen. Nein, das ist durch nichts zu ersetzen, mein neuer Körper. Und das ist einfach noch zu wenig, dieser Brustaufbau. Mhm. Und ich möchte, dass das auch ein bisschen besser noch wird. Okay, verstehe ich völlig. Aber wie soll es denn dann in der Firma gehen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe da große Probleme mit. Aber du hast doch wahrscheinlich irgendwelche Planungen im Kopf. Du kannst doch nicht da sitzen und sagen, ich weiß überhaupt gar nichts, ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Gibt es nicht irgendwelche Gedankenspiele, dass du dich vielleicht ein wenig rausziehst aus der Firma? Gedankenspiele gehen dahin, dass ich versuche, mich in absehbarer Zeit irgendwann da rauszuziehen. Genau. Was im Moment völlig unmöglich ist, weil wir auftragsmäßig nicht belastet, sondern vollkommen überbelastet sind. Und jeder hat mit sich selbst so unheimlich viel zu tun. Aber ich sag mal... So, jetzt will ich dir sagen. Also ich weiß aus vielen, vielen Gesprächen mit transsexuellen Menschen, was diese Menschen wirklich für ein Schicksal hinter sich haben und welche Kämpfe und welche Metamorphosen und welche schwierigen Zeiten sie hinter sich hatten. Und das hast du mit Sicherheit auch. Ja. Jetzt musst du natürlich für dich abwägen, ob all das, was du bisher schon mitgemacht hast, inklusive auch der Operation, ob du das auf Dauer gefährden willst, durch diese Situation in der Firma als Mann zu arbeiten. Ich finde, auch wenn das finanziell alles sehr, sehr vielleicht überzeugend ist, letztendlich ist es das nicht wert. Aber wie sieht deine Lösung aus? Ja, die Lösung weiß ich im Moment natürlich auch nicht, weil ich deine finanziellen Sachen nicht einschätzen kann, in welchen Bredouillen du da hängst. Mhm. Aber ich rede mal jetzt nicht von einem Zeitraum vielleicht von ein, zwei Jahren, sondern von einem Zeitraum von 10 oder 15 Jahren, da kannst du das nicht machen. Ja, ich weiß das. Das kannst du nicht machen. Das ist ja absurd, ist das. Wozu dann alles? Wenn ich die komplette Wahrheit gesagt hätte, hätte ich auch die Gutachten nicht bekommen. Ich habe da so ein bisschen die Wahrheit beschönigt. Achso, bei diesen Gutachten fordert man, dass man komplett das Leben dann umgestaltet. Ja, verstehe. Ich habe das zwar gemacht, ich habe das ja auch gelebt und ich habe mich immer so sehr wohl gefühlt und ich würde heute nicht mehr leben, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Lass mich mal fragen, du sagst, du hast eine Familie und auch Kinder. Mhm. Wie hat deine Frau, als sie das erfahren hat, darauf reagiert? Ja, sehr negativ. Also sie kann da überhaupt nicht mit umgehen. Bis heute nicht? Bis heute nicht, nein. Wie alt sind deine Kinder?
Die sind jetzt im Moment, also die werden jetzt 6 und 9. Ach, so jung noch. Mhm. So, und wie gerade das jüngere Kind, wie reagieren die darauf? Wie gehen die damit um? Ich habe den Bilder gezeigt und ich habe ihnen auch das versucht zu erklären, aber da sie mich ja, wenn sie mich sehen, noch in der alten Rolle sehen, haben sie das nicht richtig realisiert. Verstehe. Und da habe ich auch Angst vor, dass ich die Kinder ganz verliere. Ja. Weil ich die Kinder über alles auch liebe. Hast du denn Kontakt auch zu anderen Transsexuellen? Fast gar nicht. Ich kenne im Prinzip 2, mit denen ich in Kontakt habe. Es gibt ja so eine bundesweite Selbsthilfegruppe für Transsexuelle. Bin ich nur ein einziges Mal gewesen, da bin ich nicht sehr gut mit klargekommen. Ich bin alleine gegangen und mein Freundeskreis sind alles eigentlich jetzt Frauen in meinem Alter, die mich so akzeptieren auch. Ja. Dennoch finde ich, ich frage das deshalb, ich finde, dass du irgendjemanden an deiner Seite haben musst, der diese Problematik tiefgründig versteht und der dir, ja, ich sage jetzt mal so, also ratgebend auch zur Seite steht, dass du allmählich aus dieser schwierigen Lage herauskommst. Weil ich mir das als wirklich auch als so belastend vorstelle. So ist das auch. Und das Problem ist natürlich, meine Krankenkasse, die hat jetzt im Grunde genommen, die bezahlen das nicht mehr. Mhm. Das ist ein Gutachter, der hat gesagt, das wäre nicht mehr nötig. Und ich hätte ja jetzt alles hinter mir. Ja, aber gut, du sagst, du verdienst gut Kohle. Dann kannst du es ja vielleicht auch für dich, dass du es privat bezahlst. Ja gut, das Problem ist aber, ich verdiene zwar ganz gut, ich muss aber so viel bezahlen. Mhm. Alleine durch das Selbstständigmachen ist so viel Geld investiert worden, dass mir unterm Strich nicht mehr viel übrig bleibt. Und ich muss ja auch die doppelte Haushaltsführung bezahlen und da bleibt nichts mehr. Also, diese Finanzberatung kann ich natürlich hier nicht leisten, das ist ja völlig klar. Ne? Ich kann dir nur von meinem Eindruck her sagen, von meinem Gefühl und von meiner Einschätzung, dass du dieses Doppelleben nicht lange führen darfst, weil du dich dann gänzlich kaputt machst und all das, was du geleistet hast, den Bach runtergeht. Du hast so viele Schritte gemacht, das musst du den letzten Schritt auch noch irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht wie, aber du musst ihn hinkriegen. Ja. Um dann wirklich frei in dieses neue Leben reingehen zu können. Das wäre schön, wenn ich das schaffen könnte. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja. Das kann nicht schaden, ne? Nein, sicherlich nicht. Vielleicht kann er mir auch einen Tipp geben, ob ich noch irgendwo eine psychologische Unterstützung bekommen kann. Genau, das ist ein guter Hinweis. Du legst auf, Sabine, und Johannes ruft dich an. Ja, aber ich muss insgesamt sagen, der Schritt war trotzdem vollkommen richtig. Ich bedauere das überhaupt nicht. Nein, finde ich auch. Aber umso schade. Ja. Umso mehr schade ist es, wenn das jetzt nicht gänzlich vollzogen wird. Ne? Ja, sicher. Aber ich sag mal, das ist durch nichts zu ersetzen, wenn ich mich heute betrachte und wenn ich mich so früher gesehen habe. Das kann man nicht vergleichen. Das ist schon mal was Positives und darüber sollte man sich auch freuen. Das gibt mir natürlich auch Kraft. Ne? Klar, natürlich. Ja. Wenn ich zurück muss, dann ist das immer ein kleiner Zusammenbruch. So, Sabine, du legst auf, wir rufen dich wieder an. Okay. Tschüss. Tschüss. So, unser Thema heißt, in mir täuschen sich alle. Das kann bedeuten, dass jemand ein großes Geheimnis mit sich herumträgt. Das kann aber auch jemand sein, der ein Doppelleben führt, der auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzt und die eine Gesellschaft weiß von der anderen Gesellschaft nichts. Oder der Partner weiß davon gar nichts, was ihr sonst so in eurem Leben macht. Dass es wirklich ein richtiges Doppelleben ist. Also wenn ihr in dieser Art betroffen seid und gerne darüber sprechen wollt, dann ruft mich an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Karin begrüße ich recht herzlich. Karin ist 29 Jahre alt. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Karim. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du bist ganz, du bist jetzt dran. Ganz überrascht. Ja, ich bin dran. Ich bin aufgeregt, weil ich zum ersten Mal im Fernsehen spreche. Ja. Also, das Thema heißt ja, in mir täuschen sich alle. Ja, es geht darum, dass ich, ich bin seit 2,5 Jahren einem Mann. Und ich bin. Was, du bist seit? Ich bin verlobt, ja, seit 3 Jahren. Mit einer Frau verlobt. Ja. Und keinem von meiner Familie weiß, dass ich. Dass ich ein Doppelleben führe. Ja, jetzt habe ich das Doppelleben noch nicht verstanden. Also, du bist 3,5 Jahre, hast du eine Freundin? Eine Freundin, Eine Freundin? Einen Freund, ja. Eine Beziehung mit einem Mann. Ach so! Du hast eine Beziehung mit einem Mann seit 3 Jahren. Nein, seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Aber da war eine Frau gerade auch noch im Spiel. Also 1,5 Jahre, ja.
Meine Verlobte lebt in Frankreich und ich bin in Deutschland. Wir sehen uns sehr oft. Aha, also ich übersetze es nochmal. Du hast eine Verlobte, eine Frau? Ja. In Frankreich? In Frankreich, ja. Ja, 3 Jahre schon? Ja. Ja. Und hast aber auch, und hast jetzt seit 1,5 Jahren einen Freund? Genau, ja. In Deutschland. Deutschland? Ah ja. Woher kommst du? Woher kommt deine Familie? Das würde ich nicht gerne sagen. Okay, muss doch nicht sagen. Das muss doch nicht sagen. Niemand weiß wahrscheinlich, dass du eine Beziehung zu einem Mann hast. Keiner weiß, dass ich mit Männern. Also ich werke sehr heteromäßig und ja? Keiner weiß. Und das belastet mich, weil ich spiele, also von meiner Familie spiele ich eine andere. Den Macker. Genau, ja. Ja. Wie hast du denn diesen Freund kennengelernt und wo? Deinen Freund? Ja, ich habe ihn in der Uni kennengelernt. Also nicht in irgendwelchen schwulen Kreisen? Nein. Nein, in der Uni kennengelernt? In der Uni, ja. Hast du ihn dann in dieser Richtung, ich sag es mal, angebaggert oder eher dich? Eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie es kam, aber ich meine, ich werde so beschreiben, aber ich meine, also ich mag ihn sehr und... Es ist mehr so die... Ich meine, jemanden kennenlernen und den nett finden in der Uni ist eine Sache, aber dann, das ist ja, auch seine sexuelle... Für mich, ich war unerfahren, aber er hat mehr Erfahrung. Ach so, also ja. Für mich war es. Ja. Ich meine, ich habe was entdeckt, was ich in mir nicht... Ja. Ich vermute mal, auch aufgrund deines Akzentes, dass du aus einem Staat kommst, der... Oder ich sag's anders, dass du Moslem bist. Ja, genau. Ja. Was würde das bedeuten, wenn deine Familie das erfahren würde, dass du mit einem Mann sexuellen Kontakt hast, dass du mit einem Mann zusammen bist? Also für meinen Vater wäre ich gestorben. Mhm. Und sehr schlimm für mich. Also für meinen Vater vor allem wäre ich schon gestorben, ja. Und die Mutter? Und die Mutter hat nicht so viel zu sagen. Ja. Und du hast sicher Geschwister? Ich habe 5 Geschwister. 5 Geschwister. Was würden die sagen? Ich denke, die Schwester werden nicht so viel sagen, aber die Brüder werden. Weil ich der Jüngste bin eigentlich. Ja. Ich bin der Lieblingssohn auch. Ja. Das wäre große Enttäuschung für alle. Also im Klartext, du wärst eigentlich aus der Familie ausgestoßen. Ich wäre ja ausgestoßen, ja. Ausgestoßen. Auch aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis würden alle... Das ist mir wirklich nicht so wichtig, Bekanntenkreis für mich... wichtig für die Familie. Jetzt hast du auch noch eine Verlobte in einem anderen europäischen Land. Ja, genau. Hast das du... Das wurde irgendwie arrangiert und das Problem, dass meine Verlobte sehr stark in mich verliebt. Aber du nie in sie? Ich mag sie, aber ich mag sehr mit ihr unterhalten und ich verstehe mich mit ihr gut. Und das heißt, ihr beide habt euch gar nicht ausgesucht, sondern die Familien haben das arrangiert. Ja, also genau, ich war plötzlich verlobt. Und sie hat sich nun dann auch glücklicherweise für sie eigentlich in dich verliebt, aber... Ja, die ist stark in mich verliebt, ja. Und ich habe sie... Das ist das Problem, deshalb wirklich... Das wäre eine große Enttäuschung jetzt für sie oder für die Familie. Wenn ich habe mir überlegt, dass ich meine Schwester, aber ich werde alle täuschen, meine ich jetzt, in Deutschland. Ich meine, das ist eine Belastung für mich. Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Was machst du in Deutschland? Ich studiere. Nee, du hast gerade gesagt, egal, übergehen wir das. Ich finde, oder was heißt, ich finde, das ist so, dass du in einer unglaublichen Zwickmühle sitzt. Ne? Das weißt du auch selbst. Also das ist ja dein Herz schlägt für deinen Freund, den liebst du. Ja. Ist so, ne? Hm. Ja. Ich mag ihn oder ich liebe ihn. Ja. Was sind denn deine Gedanken, so deine Pläne, den Freund irgendwann zu verlassen? Oder mit dem Freund durchzubrennen, irgendwo hinzugehen, alles zu verlassen? Ja, ich habe die Angst, ihn zu verlieren, weil ich in sehr vielen Momenten werde ich sehr depressiv und bekomme ich Angst, Zukunftsängste und... Ja, aber dahin frage ich dich ja. Weil ich nicht... Was denkst du über deine Zukunft? Was wären für dich Überlegungen, was du tun könntest?
Ich will es mir wirklich wünschen, dass ich mein eigenes Leben, wie ich es will oder wie es ist. Gut, aber dafür brauchst du sehr, sehr, sehr viel Mut und sehr viel Konsequenz. Das heißt, es ist eine Loslösung von der Familie und die Familie ist dir sehr wichtig, verständlicherweise. Ja. Nun, bist du schon 3 Jahre mit deiner Verlobten verlobt? Ja. Das heißt, da erwarten doch wahrscheinlich jetzt auch die Verwandten, na, jetzt muss es noch auch mal endlich bald zur Hochzeit kommen. Genau, ja. Wann, gibt es da schon Überlegungen und Pläne? Im Sommer, ja. Im Sommer? Aber spätestens bis da musst du dich doch irgendwie entscheiden, Karim, was du willst. Ja. Was sagt denn, ist dein Freund Deutscher? Ja, ich bin Deutscher. Was sagt er? Ja, das. Am Anfang hat er immer gesagt, lass die Zeit. Ich meine, ich kann es nicht jetzt direkt. Ich immer lass die Zeit. Ich lass die Zeit. Ich meine, ich muss immer mit dem Studium oder so. Eine Ausrede. Das ist das Studium noch nicht so weit und dass ich mit dem Studium sehr beschäftigt und dass ich noch. Okay, aber deine Frau. Eine Ausrede immer, aber. Ja, irgendwann wird er auch eine Entscheidung finden. Weil mein Freund kennt auch meine Familie. Das ist auch so. Achso, du bist der Einzige. Heimat und ich habe ihn vorgestellt und dann kennt meine Verlobte auch. Achso, er ist eingeführt als guter Freund. Als ein sehr guter Freund, ja. Oder mein bester Freund, ja. So, jetzt weiß er auch, dass nächstes Jahr die Heirat ansteht. Hat er darüber schon gesagt, pass mal auf, Karim, dann musst du dich entscheiden. Ich ertrage das nicht, wenn du jetzt auch noch heiratest. Ja. Hat er das so gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Aber er denkt so. Ja, denke ich doch. Ich denke doch, dass ich ihn langsam verlieren werde, wenn ich... Ja, ich weiß. Nein, das Problem ist, Karim, dass du in absehbarer Zeit, finde ich, und die Zeituhr tickt ja in Richtung Sommer. Ja. Dass du würdest du denn mittlerweile sagen, dass du schwul bist? Aber ich würde mich nicht trauen, nie trauen, meine Familie. Nein, antworte erstmal. Würdest du für dich sagen, dass du eigentlich schwul bist? Ja. Ich stehe dazu. Okay, so. Jetzt musst du aber irgendwann für dich eine Entscheidung fällen. Eine ganz gravierende Lebensentscheidung. Entweder gehst du auf dem Weg der Lüge, bleibst bei deiner Familie, spielst denen was vor, heiratest vielleicht sogar und gehst ab und zu, dann wirst du deinen Freund schon verloren haben, in irgendwelche schwulen Unterwelten und holst dir da deinen Sex. Ich finde dieses Leben erbärmlich, sage ich dir. Ich fände dieses Leben erbärmlich. Und sehr schlimm für dich und sehr belastend. Oder aber, du machst den ganz mutigen Schritt und sagst für dich, du hast gerade zu mir gesagt, ich stehe dazu, ich bin schwul. Und gehst diesen Lebensweg. Dafür wirst du dann aber wahrscheinlich erstmal deine Familie opfern müssen. Ja. Du hast nur diese beiden Wege. Es gibt keinen dritten Weg. Ja. Es sei denn, es passiert ein Wunder und deine Familie sagt, ach, ist ja gar nicht so schlimm, Karin, wir haben dich auch lieb, auch wenn du mit einem Mann zusammen bist. Aber ich glaube, das wird nicht so sein. Nein, das wird nicht so sein. Nein, das wird nicht so sein. Also das ist sehr schwer. Deine Lage ist wirklich sehr schwer. Und ich möchte nicht in deine Haut stecken. Okay. Aber ich würde dir so sehr wünschen, Karim, dass du die Kraft hast, dass du nicht den Weg der Lüge gehst. Weil du wirst ein unglücklicher Mann. Der andere Weg wird der beschwerlichere Weg erstmal sein. Aber das ist dein Leben. Und irgendwann später wirst du sagen, gut, dass ich es gemacht habe. Gut, dass ich es damals getan habe. Ja. Mehr kann dir ein Außenstehender nicht sagen. Okay, danke schön. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute von Herzen, Karin. Könnte ich gerne eine Autogramm von Ihnen bekommen? Ja, dann leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, tschüss. Tschüss. Das ist kompliziert, das ist schwierig. In mir täuschen sich alle. Unser Thema... Und Manuela ist jetzt hier. Manuela ist 24 Jahre alt. Ja, hallo? Ja, Manuela. Ja? Ich grüße dich herzlich. Du bist da und bist dran. Ja. Warum täuschen sich die Leute alle in dir? Was ist da los? Ich arbeite als Prostituierte. Und das weiß niemand aus deinem privaten Umfeld? Nein, niemand. Ja. Wie lange arbeitest du schon als Hure?
Circa 3 bis 4 Monate. Oh, das ist noch relativ frisch. Ja. Was hast du vorher gemacht? Ganz normal gejobbt. Also vorher habe ich beim Friseur gearbeitet. Ja, Ausbildung? Ja, die habe ich. Ah ja. Mhm. Und ja, der Laden hat leider zugemacht und dann war ich arbeitslos. Ja. Na gut, aber von der Arbeitslosigkeit hin zur Prostitution ist nun auch nicht gerade so, dass das irgendwie so zwangsläufig ist. Wie hat sich das ergeben? Ja, ich hatte halt Schulden. Und wie viel? Ja, so circa 3000 Euro. Ja. Und das wurde halt immer mehr und mehr, gerade durch die Arbeitslosigkeit. Das war dann irgendwie so ein Kreislauf. Mhm. Und ja, dann habe ich das halt in der Zeitung gelesen. Ach so, ganz normal über Zeitung, nicht über irgendwelche Freundinnen oder so, Bekannte? Nee, nee. Ja. Das hat in der Zeitung gestanden und dann habe ich da mal angerufen und ja. Was steht da in der Zeitung? Nette Kollegin gesucht unter Clubs oder so. Mhm, mh. Unter ganz normalen Stellenanzeigen stand das auch. Aber das ist ja auch eine Entscheidung dann, dann so eine Nummer zu wählen. Ne? Warst du da aufgeregt? Ja. Das glaube ich. Ja. Ja. So, aber im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm, wie man sich das eigentlich vorstellt. So, und jetzt arbeitest du in einem Club? Mhm. Ja, und bist du da mehr oder weniger selbstständig oder musst du deine Kohle auch abgeben an den Clubbesitzer, prozentual abgeben oder wie ist das organisiert? Nee, das wird geteilt, das ist immer halbe halbe. Achso, halb kriegst du, halb kriegt eher, was man so Zuhälter nennt oder wie kann man sagen? Nee, das ist alles ziemlich familiär, also es ist kein Zuhälter oder so. Ja. Mhm. So, 3-4 Monate im Geschäft der Prostitution. Ja. Vorher als Friseuse gearbeitet, Friseurin, ne, sagt man ja. Mhm. Wie war das denn, als du dann beim ersten Mal deinen ersten Arbeitstag hattest? Wie war das erste Mal, der erste Freier? Schlimm. Warum? warum? Ich fand es einfach ekelhaft und ich war aufgeregt und... Wie alt war der Mann? Also 35. Ja. Aber ja, das erste Mal ist, denke ich, immer schlimm. Hast du denen das gesagt, dass du das erste Mal... Nein. 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 Du hast die professionell raushängen lassen. Ja, klar. Mhm. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich das wirklich als Job und... Wie viel Mal am Tag musst du so ran? Wie viel Mal in der Regel, kann man das sagen? Ach, das ist nicht so oft. Das ist unterschiedlich. Mal hat man 5, 6 Freier, mal auch nur 3. Ja. Es ist je nachdem. Nun sind es erst 3, 4 Monate, dass du arbeitest in diesem Bereich. Kannst du so sagen, was du durchschnittlich in diesen Monaten, in einem Monat verdient hast? Ja, so, es ist unterschiedlich, aber ich sag mal so 3000 Euro. 3000 Euro? 4000 Euro, ja. Ist schon ganz ordentlich, ne? Ja. Mhm. Am Anfang, das erste Mal war es schrecklich. Mhm. Und jetzt sagst du, es ist schon okay, ist es ein Job? Es ist ein Job, ja. Ja. Du ekelst dich nicht mehr. Manchmal, aber ich sag mal, das gehört halt dazu. Ja. Jetzt heißt ja unsere Sendung, in mir täuschen sich alle. Und ja. Du hast gerade gesagt, das weiß niemand aus meinem Umfeld. Hast du so ein intaktes Familienumfeld? Mama, ja. Papa, Ehe, also Brüder, Schwestern oder sowas? Ja, habe ich. Und was erzählst du denen, was du tust? Ja, dass ich halt ganz normal arbeite bei einem anderen Friseur. Mhm. Ein bisschen weiter außerhalb, also ich wohne auch nicht direkt bei meinen Eltern. Hast du eine eigene Wohnung? Das ist, ja. Sonst wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, ne? Das, ja, ich wohne auch 100 Kilometer von meinen Eltern und Familie entfernt. Ach so. Mh. Da fällt das jetzt nicht so auf. Ja. Nur ich habe halt ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Freund. Ach, du hast ja nur einen Freund? Ja, den habe ich zwar erst seit kurzem, den habe ich danach kennengelernt. Ja. Seit 2 Monaten ungefähr, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm das sagen soll oder nicht. Für ihn gehst du auch in den Friseurladen noch? Offiziell? Ja. Mhm. Offiziell ja. Mhm. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die das Ganze noch mehr verkompliziert. Ne? Die Eltern ist ein Ding, aber der Freund, den hast du aber nicht in diesem Umfeld kennengelernt. Nee, nein, natürlich nicht. Nein, den habe ich ganz normal kennengelernt. Ja. Mhm. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie er reagiert, wenn ich ihm das sage, weil ich möchte ihn noch nicht verlieren. Ja. Wobei das Gewissen ja wahrscheinlich immer stärker wird, ne? Immer mehr belastet wird. Ja, eben. Und du musst ihn ja permanent belügen. Ja, und vor allem, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder es mir nicht gut geht, ich kann mit ihm nicht darüber sprechen. Mit wem überhaupt kannst du über diese Art von Problemen reden? Nur mit deinen Kolleginnen? Ja, mhm. Genau. Es gibt auch nicht eine beste Freundin, die eingeweiht ist. Nee, niemand. Niemand, das weiß gar keiner. Das ist aber auch wirklich
ist schwierig, ne? Und, ja, auf Dauer schon. Wenn man so ganz allein in sowas hineingeht und das alles für sich alleine abmacht. Und als du den Freund kennengelernt hast, du hast gesagt, du hast ihn in einem ganz normalen Umfeld kennengelernt. Ja. War dir bei dem Kennenlernen schon mulmig, dass du dachtest, oh je, ich kann mich da gar nicht jetzt drauf einlassen, wie soll ich mich verhalten, soll ich es ihm sagen, soll ich nicht sagen und so weiter? Naja, ich habe den kennengelernt und ich wollte ja eigentlich gar keine Beziehung, gerade weil ich diesen Job mache. Mhm. Und deswegen habe ich damals nicht so daran gedacht, aber es hat sich halt jetzt so entwickelt und ich mag ihn auch sehr gern. Das ist jetzt eigentlich schon eine richtige Beziehung. Ja. Mhm. Mit ihm 3-4 Monate im Hurengeschäft und wie lange bist du mit ihm zusammen? 2 bis 2,5 ungefähr. Ja. So, Manuela, ich sage dir jetzt eine ganz klare und eindeutige Meinung. Ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Du musst das deinem Freund erzählen. Du musst es deinem Freund erzählen. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln und zu reden. Mit der großen Hoffnung, dass er sagt, ich weiß es nicht, in der großen Hoffnung, dass er sagt, okay, ich kann damit leben. Oder in der großen Hoffnung, dass er sagt, pass auf, Mädel, ich will dich haben und ich will mit dir zusammen sein, aber du gehst da raus und wir versuchen zusammen irgendwie was aufzubauen oder ich versuche dir zu helfen oder was weiß ich. Aber du kannst nicht in so eine Dauerlüge reingehen. Mhm. Weil du wirst immer belasteter in deinem Gewissen. Und stell dir mal diese Katastrophe vor, wenn es irgendwann rauskommt, wie du da stehst. Ja, natürlich, nur ich habe ja auch nicht vor, diesen Job ewig zu machen. Mhm. Und ich habe halt Angst, ihn zu verlieren. Wenn ich das jetzt sage und ich verliere ihn dadurch, wenn ich das vorher wüsste, dann würde ich eher sagen, ich höre jetzt damit auf. Mhm. Nur wenn ich das einmal ausgesprochen habe, dann habe ich ihn vielleicht verloren. Ja, dann mache ich einen Vorschlag. Du bist sehr verliebt in den Mann. Ja. Der bedeutet dir, obwohl ihr noch nicht so sehr lange zusammen seid, schon sehr viel. Ja. So, dann sagst du, pass mal auf, Junge, jeder macht mal Fehler. Ich habe den Fehler begangen, ich habe dir etwas ganz Wichtiges aus meinem Leben noch nicht erzählt. Aber ich möchte es dir jetzt erzählen, weil ich dich sehr liebe und zur Liebe gehört Offenheit und Vertrauen. Mhm. Ich mache das und das und das. Mhm. Wenn du willst, dass ich sofort damit aufhöre, unsere Liebe ist mir so wichtig, ich höre damit auf. Verzeih mir, vergib mir, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Aber jetzt sage ich es dir. Das ja, nur dann wird er mir das vielleicht irgendwann wieder aufs Butterbrot schmieren und ich weiß nicht, ob er das dann vergessen kann. Dann ist es ein scheiß Kerl, wenn er es dir irgendwann aufs Butterbrot schmiert. Ich finde, im Moment ist die Zeit noch okay. Wenn du jetzt schon ein Jahr mit ihm zusammen wärst, dann wäre das schon ein richtig schlimmer Betrug und eine richtige Lüge. Im Moment ist es noch so eine Zeit, wo man sagt, naja, komm, sie ist unsicher und sie ist auch neu und sie neu in dem Gewerbe und es ist alles irgendwie noch so diffus. Ich finde, das kann man verzeihen. Ich finde, dass, wenn man jemanden liebt, kann man das verzeihen. Und wenn er dir das nicht verzeiht und wenn er dir irgendwie da blöd kommt, dann ist es auch nicht der richtige Typ für dich. Mich, wenn du zu mir so etwas sagen würdest, wenn wir zusammen wären, fände ich das hoch beeindruckend, wenn jemand vor mir sitzen würde und würde sagen, pass auf, ich habe Mist gebaut, aber ich will dir das sagen, ich mache das und das und das und ich will für uns beide, für unsere Liebe, gebe ich das auf. Wäre ich wirklich hoch und tief beeindruckt und ich würde merken, dass die Person, dass mein Gegenüber mich wirklich liebt und das müsste er auch so empfinden, wenn du es sagst. Mhm. Und du wärst bereit, es so aufzugeben? Für ja. Ihn? Ja. Ja, das ist ja doch, das hat ja doch ein großes Gewicht. Das heißt, das beeindruckt mich schon sehr, dass du sagst, da eine Beziehung und die Liebe ist mir wichtiger als die schnelle Mark, die große Kohle dazu verdienen, relativ einfach. Ich sag mal, wenn es die große Liebe ist, ich meine, das wird sich ja später herausstellen, ja. Dann ist es okay, wenn ich aufhöre. Ich weiß nur nicht, wenn ich jetzt sage, nee, das Geld ist mir wichtiger, dann würde ich das halt irgendwann bereuen. Ja, den Job kann ich immer wieder anfangen, aber ja. Die Liebe ist dann weg oder der Mann. Ja, genau so ist es. Genau so ist es, Manuela. Sag's ihm. Sag's ihm genauso. Sag's ihm. Ich finde, es ist der richtige Weg. Und ich bin sicher, dass du es nicht bereuen wirst. Mhm. Das andere ist viel schlimmer, dass du irgendwann vielleicht in 10 Jahren denkst, mein Gott, das war ein toller Mann. Hätte ich doch bloß das so und so gemacht. Ich glaube, die schlimmsten Sachen überhaupt im Leben sind, wenn man zurückguckt und sagt, ach, hätte ich doch und man kann nicht mehr. Deswegen sollte man immer so sehr intensiv in der Gegenwart leben und genau überlegen, ist das jetzt richtig, was ich mache? Und hat das auch Bestand so, wenn ich mal zurückgucke? Mhm.
Es gibt nichts Schöneres, als wenn man sagt, wenn man im Rückblick sagt, das habe ich damals vor 10 Jahren oder so richtig gemacht, gut gemacht. Ich finde, man muss immer so leben, dass man in 10 Jahren oder in 20 oder 30 Jahren sagen kann, das war richtig so. Und darum muss man sich bemühen. Das ist manchmal sehr schwierig, aber das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, Manuela. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt ja, in mir täuschen sich alle. Und die Menschen verraten uns so einige Sachen oder erzählen uns von den Zwickmühlen, in denen sie stecken. Jetzt ist der Daniel dran und Daniel ist 22. Guten Morgen. Ja, hi. Hi, Daniel. Was ist denn bei dir? Weswegen täuschen sich die Leute? Ja, also ich bin in der rechten Szene und das weiß so gut wie niemand von meinem Umfeld halt. Was heißt denn rechte Szene? Ja, in der rechten Szene eben politisch wie auch. Ja, das habe ich schon, das verstehe ich schon so grob. Bist du in einer Partei organisiert? Ja. Bist du? In welcher Partei? In der NPD. In der NPD. Mhm. Wie lange bist du schon drin? Ich bin schon da seit meinem 15. Lebensjahr, da war ich in der JN. Ja. Und dann hat sich das halt in die NPD übergewandelt. Ja. Und dann bin ich noch bei Blood and Honor, das ist so eine Skinhead-Vereinigung halt, von rechtsradikale Skinheads. Ja. Ja. Warum bist du da? Das frage ich mich inzwischen auch. Mhm. Und das hat niemand aus deinem Umfeld mitbekommen bisher? Wenn du sieben Jahre... Meine Familie nicht. Und von meiner Arbeitsstelle, also mein Arbeitgeber nicht, meine Kollegin nicht. Gut, Arbeitgeber kann ich auch verstehen. Aber Familie, damals warst du 15 Jahre alt, da hast du noch zu Hause gewohnt. Wohnst du jetzt auch noch zu Hause? Nee. Seit dem 18. Lebensjahr nicht mehr. Ja. Hast du denn in diesen Jahren mal eine Freundin gehabt? Ja, habe ich gehabt. Die hat das auch nicht mitbekommen? Ja, ich meine... Das waren halt dann meistens welche aus dem ach so, rechten Umfeld, aber meine letzte Freundin, die ich gehabt habe, das war dann auch so der Wendepunkt, warum ich dann halt gesagt habe, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf. Das war halt eine Polin und die hat es natürlich nicht gewusst und da habe ich natürlich auch nichts gesagt. Mhm. Aber irgendwie hat es halt dann irgendwie doch was rausbekommen oder so, oder man hat dann irgendwie was gefunden, ich weiß es auf jeden Fall. Mhm. Also das war dann auch der Trennungsgrund. Ach so, dann hat sie gesagt, ja, pass auf, hier so und so, mit so einem will ich nicht zusammen sein. Ja, klar, verständlich. Ja, klar. Ja. Wie sieht denn dein Engagement in der NPD, in diesen Kreisen, die du gerade beschrieben hast, wie sieht das aus? Ich meine, also in letzter Zeit lasse ich mich da auch immer so oft blicken und so, aber ich war bis vor einem Jahr oder so, war ich da schon noch einer, wo halt auch ein bisschen mehr zu sagen gehabt hat. Ne? Mhm. So, dann geht man da einmal in der Woche hin oder mehrfach in der Woche, hat Gruppensitzungen. Ja, ich verbringe eigentlich das ganze Wochenende dann. Ach, das ganze Wochenende sogar? Ja. Und was macht man dann da zusammen? Also entweder trifft man sich halt, wir haben das zum Sportheim, treffen wir uns immer. Ja. Und kommt darauf an, was jetzt ansteht. Ich meine, vor kurzem war hier die Wehrmachtsausstellung. Ja. Und dann wurde halt da eine Themen... Also Demonstration geplant, ja. Dagegen halt natürlich. Ja. Und, oder geht man auf Konzerte oder dann Liederabende veranstaltet oder Sonnevent feiern. Ja. So Zeug halt. Ja. Geht es auch um politische, sehr viele politische Diskussionen, die ihr führt? Ja, es kommt halt oftmals irgendwie ein Redner oder ja. dann geht es da schon drum, aber ja. Ich meine, wenn jetzt nicht viel ist, dann zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Konzert besucht oder so, dann wird halt getrunken und so. Also dann diskutiert da keiner mehr Politik, aber wenn so... Sind da eigentlich hauptsächlich Jungs oder ist es gemischt? Es ist gemischt. Also kann man sagen so 50-50, gar so? Nee, 50-50 nicht. Ich würde so 2/3 Männer, 1/3 ja. Frau. Und ja, sehr viele junge Leute? Also kommt jetzt drauf an, wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung von der NPD gehe, dann sind auch viele ältere. Mhm. Aber wenn ich halt mit meinen anderen Kumpels halt unterwegs bin, dann sind die alle so in meinem Alter. Also ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, du warst auch in so einer Skinhead-Gruppe. Ja. Also bei Blood and Honor. Bisschen. Was hast du alles schon angestellt? Schon einiges. Sag mal, das, wofür du dich vielleicht jetzt schon am meisten schämst. Ich schäme mich so gut wie für alles und ich meine, seit die Sache, wo ich halt verurteilt worden bin dafür, ich
war schon, was weiß ich, wegen dreimal wegen Körperverletzung jetzt vor Gericht gestanden, dann wegen Volksverhetzung einmal, Landesfriedensbruch auch einmal. Also du hast Menschen auch schon zusammengeschlagen, zusammengeknüppelt? Ja, zusammengeknüppelt. Ich meine, das waren halt dann, also ich habe noch nie irgendwie ohne Grund jetzt auf irgendjemand losgegangen oder so. Was war denn der Grund, als du losgegangen bist? Ja, dann, wenn man halt dementsprechend unterwegs ist mit irgendwelchen Aufnäher in der Jacke oder hast halt weiße Schnürsenkel in deine Schuhe drin oder so, dann wirst du halt angepöbelt. Und egal jetzt irgendwie von auch von Deutschen oder von Ausländern, das ist egal. Und dann habt ihr zugeschlagen? Ja. Und du auch? Ich auch, ja. Wie stark hast du schon mal zugeschlagen? Weißt du, was du angerichtet hast? Also umgebracht habe ich noch keinen, aber schon schwer verletzt, ja. Ja. Hast du dich mal bei den Leuten entschuldigt? Nee. So, dann höre ich ja die ganze Zeit schon raus, dass du eigentlich die Faxen dicke hast und der Kanal voll ist und keinen Bock mehr auf auf diese ganze Theater. Ja. Wie, du hast gerade schon gesagt, mit der Freundin, das hat was damit zu tun mit der Ex-Freundin. Ja. Gibt es noch andere Gründe, weswegen du sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich bin satt? Ja, natürlich, klar, weil halt allein das Ganze, ich hab die Gesinnung einfach nicht mehr, ich finde es einfach alles Quatsch. Ja. Gab es denn einen Anlass, außer der Freundin, dass du sagst, die Gesinnung ist auch nicht die richtige? Hat dich irgendwas überzeugt oder hast du mit irgendjemandem geredet oder was? Man wird halt erwachsen und langsam tue ich halt mal nachdenken irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich früher glaube nicht gemacht oder so, dass ich mal mir Gedanken gemacht habe über das Ganze, also, über den Blödsinn, was ich da irgendwie erzähle. Ich will dir mal sagen, das ist ja schon sehr respektabel, dass du selbst, obwohl du so noch involviert bist in dieser Szene, selbst schon so eine Entwicklung gemacht hast, dass du sagst, ich will da raus. Da habe ich Respekt vor. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, wenn man 7 Jahre so volle Kanne drin hängt und dann in der Stille, im Inneren, so einen langsamen Wandlungsprozess gestattet, finde ich toll. Ich habe halt, das Gute ist, dass ich halt noch einen Freund habe, schon auch schon seit also schon länger, wie ich jetzt in der Szene bin. Ja. Und der auch mit mir gleichzeitig eingestiegen ist. Mhm. Und der jetzt inzwischen auch halt die Schnauze voll hat. Achso, das ist gut. Das heißt, ihr könnt euch da ein bisschen besprechen. Und warum dann gehst du nicht raus? Ja, also aus der NPD bin ich jetzt eigentlich so gut wie ausgetreten. Also ich habe jetzt auch meinen Beitrag das letzte Mal immer bezahlt und dann fliege ich dann da automatisch raus. Und ich lasse mich da jetzt auch so gut wie nochmal blicke, aber es ist halt, ich meine, aus der NPD auszutreten, ist jetzt nicht kein großes Problem, aber wenn ich jetzt halt bei Plattenhammer, das ist halt schon ein bisschen was anderes, ne? Warum ist das was anderes? Ja, das... Hast du Angst vor den Leuten, dass die dir irgendwie Schwierigkeiten machen hinterher? Ja, Angst nicht, aber ja doch, Angst auch, klar. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie, ich meine, die mit denen Leute, wo ich halt da richtig gute Freunde bin, die ich sage halt, ja komm, mit dem wollen wir einfach nichts mehr zu tun haben oder so. Ja. Aber wenn ich jetzt halt mal irgendwelche andere treffe, die ich nicht so gut kenne und die halt mitkriege, ja, Verräterschweine oder so irgendwas, na, dann kann es schon gut sein, dass die mir mal... So, nun weiß ich, dass es für Jungs, die sich so entwickelt haben, wie du es bist, so Aussteigerhilfen gibt, ein Aussteigerprogramm. Ja, klar, aber... Ja, du wischst es mal nicht so gleich weg vom Tisch. Ich sag dir jetzt nur noch mal von meiner Seite aus, dass ich es gut finde und möchte dich von meiner Seite aus nochmal bestärken, es durchzuziehen. Mhm. Ich finde auch gut, dass du da einen Freund hast, dann bist du nicht so ganz alleine. Das hilft ja auch schon mal. Ich würde gerne, dass wir dich gleich nochmal anrufen und vielleicht können wir dir noch ein paar Tipps geben, okay? Ja, okay. Und dann wünsche ich toi toi toi. Danke. Tschüss, Daniel. Jo, mach's gut. So ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Ove Petersen. Wir sind morgen wieder da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht, 1 Uhr. Und ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema und auch schon ab 0 Uhr euch melden unter der bekannten Telefonnummer oder unter domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.